So, weiter geht's. Habe ich mich zweimal bedankt gerade? Dann danke nochmal. Haben mich reingeschlichen, während du weg warst. Hat funktioniert. Und denk morgen an die Snacks für Pferdchen. Snacks machen bei allen Tieren alles besser. Sie kriegt keine Snacks. Ich bin ganz grausam. Nahrungstechnisch ist diesmal richtig schlecht jetzt, ne? Aber ich habe auch... Hatte ich noch keine Sammlerhütte draufgepackt? Ich glaube, ich hatte noch keine Sammlerhütte geplant. Doch, dort oben müsste eigentlich irgendwo eine geplant sein. Aber... Oder habe ich die wieder abgerissen? Nee, die müsste... Ich glaube, ich habe die... Habe ich die wieder abgerissen? Vielleicht hatte ich die auch wieder abgerissen. Das wäre ziemlich dumm. Ja, mein Essen ist schlecht gerade. Sehr, sehr schlecht. Dorfbewohner in Unterkühlung gestorben. Ah. Weiß nicht, warum das diesmal so viel schlechter läuft als das letzte Mal, obwohl ich so viel mehr durchgeplant bin. Ich glaube, weil die Wohnhäuser nicht fertig geworden sind. Ich glaube, die Wohnhäuser sind einfach nicht rechtzeitig fertig geworden und das killt das Ganze so ein bisschen. Aber es wird, also... Es wird. Es wird schon. Achso, nee, für das wollte ich keine Priorisierung. Die Priorisierung brauchen wir nicht. Für das brauchen wir eine Priorisierung. Und für das da hinten brauchen wir eine Priorisierung. Das sind die Wohnhäuser. Die brauchen auf jeden Fall einen schnelleren Fokus. Und genau das muss schneller fertig werden. Aber das kriegen wir schon hin. Also wir sterben jetzt wahrscheinlich ein paar Leute weg gerade. Ein paar. Aber das wird schon, hoffe ich. Boah, ich hoffe es. Ich hoffe, dass es wird. Dabei fand ich es jetzt richtig schön vom Aufbau. Also ich fand den Aufbau jetzt tatsächlich diesmal richtig, richtig hübsch. Hat der Friedhof ein Mali für quasi, wenn Häuser dran sind? Also, dass das irgendwie so einen negativen Mali gibt? Auf welcher Schwierigkeit spielst du? Ich habe die Wildtiere runtergestellt und also die Wildtiere auf niedrig, die Räuber auf mittel und den Rest auf schwer. Ich hatte mir gegen die Wildtiere auf die Nerven. Wohnraumknappheit, ja, aber das haben wir ja gleich weg, oder? Hier haben wir ja eine Hütte. Ist das noch nicht fertig, das Gebäude? Doch, müsste ja fertig sein. Dann dürfte ich eigentlich keine Wohnraumknappheit mehr haben eigentlich. Oder? Machen wir mal hier so einen kleinen Friedhof hin. Dann stört das zumindest mal nicht. Digga, niemand hat Bock auf diese Wölfe die ganze Zeit. Dankeschön, Tim Bond. So, da haben wir aber fast durch. Ah, wir haben ja keine Wildtiere gerade. Das macht das Überleben natürlich auch ein bisschen schwieriger.
geil, neue Leute, das ist gut und wichtig in der jetzigen Situation. Der Schnee ist gerade echt hart. Diese scheiß Wölfe, die machen mich richtig nervös die ganze Zeit. Und treib mich in den Wahnsinn, ey. Ein bisschen an Steinen fehlt uns tatsächlich gerade, ne? Also die werden zwar, wir haben die zwar markiert. Vielleicht lasst uns da ein bisschen was rausnehmen. In dem, damit die Steine eher abgebaut werden. Aber habe ich auch nicht gedacht, dass die Steine uns da so große Probleme machen werden. Tatsächlich. Aber der Brunnen gibt wieder Wasser. Das ist zumindest etwas, was ganz gut ist, glaube ich, an der Stelle. Und das ist auch sehr wichtig. Dass wir jetzt hier ein Dingsi-Bumsi haben. Dass wir hier nochmal was mit Nahrung haben. Und wir wollen hier noch eine Fischerhütte haben. Und dadurch, wir haben das ja vorhin begradigt. Und jetzt passt die Fischerhütte hier auch hin. Und das ist mega geil. Aber das sieht ein bisschen unnatürlich aus. Wartet mal. Lasst mich das nochmal abbrechen. Und lasst uns die Fischerhütte, die wir jetzt hier so hatten, so hin. Das ist halt der ganze Weg, ne? Das heißt, wir müssen den ganzen Weg hier abreißen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Ja. Und verläuft es. Na, wobei, ich will es eigentlich auch nicht so haben. Ich will schon, dass der Weg hier runter geht und dann so und dann so in das einführt. Dann haben wir hier so dieses, dass das so nah an dem Gebüsch rangeht. Das finde ich eigentlich sehr hübsch. Und dann haben wir hier hinten quasi den Weg und der Weg führt dann hier. Na, das finde ich nicht so schön von dem Weg, wie er verläuft. Soll der mal lieber hier nach oben gehen, aber auch leicht verschoben. Und dann quasi von hier. So. Es muss nicht immer der schnellste Weg sein, aber so sieht es ein bisschen natürlicher aus. Das gefällt mir besser. Und da oben haben wir jetzt ein Feld. Und dann können wir mal dann gucken, wie das Feld verläuft. Aber so sieht der Weg ein bisschen natürlicher aus, von dem, wie er verläuft. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und dann können wir von hier einmal den Weg so setzen. Geil. Schön und hübsch und ich freue mich. Und das priorisieren wir auch, damit wir die Toten wegbekommen und uns nicht gleich eine Seuche oder so ausbricht. Aber hier kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Nahrung ran. Wohnraumknappheit haben wir halt immer noch. Das ist krass. Verläuft denn in welche Richtung geht denn dieses Gebäude raus? Hier ist die Tür und deine Tür. Wo verläuft die denn? Ach, die verläuft hier. Und da ist dieser Baum davor und der stört dich nicht? Okay, das ist eh schon markiert, als dass es abgerissen wird. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht sehr komisch aus, dass dieser Baum hier direkt davor liegt und dich nicht stört. Versetzung.
Weil dann können wir nämlich hier den Weg abreißen. Und können den Weg dann eher so setzen. Ich bemühe mich wirklich, diese Asymmetrie durchzuziehen, weil ich auch finde, dass diese Asymmetrie das total schön macht und dass man das nutzen sollte, wenn diese Wege auch so verschachtelt sein können. Aber es ist eine mega Herausforderung, ein bisschen asymmetrisch zu bauen. Aber ich glaube, dass das all in all sehr viel hübscher aussehen wird, als wenn wir alles so krass schlichten. Auch wenn es für den Anfang sich ganz, ganz wild anfühlt, da einfach so asymmetrisch zu bauen. Aber ich glaube, dass das letztendlich sehr hübsch sein wird. Ich lieb's. Das Spiel macht sehr viel Spaß. Macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Zwischenzeitlich speichern, um sicher zu gehen. Willkommen zurück, Hannes. Wir müssen nur die Toten loswerden, auf jeden Fall. Aber wir sind ja gut dabei. Das Feld aber raubt uns richtig viel Zeit gerade tatsächlich. Das ist echt heftig. Wie lange das braucht. So. Ach, unser Nahrungsding ist immer noch nicht fertig. Wahrscheinlich, weil Steine fehlen, ne? Ich glaube, wir haben einfach grundlegend für alles nicht genug Steine, was wir gerade geplant haben. Und nicht genug Bewohner. Deswegen haben wir zwar lauter Priorisierungen, aber die Sachen werden nicht fertig. Obwohl sie priorisiert sind. Und hier sind auch so viele Bäume, die noch weg müssen, theoretisch gesehen. Aber es gibt offensichtlich auch einfach zu viel zu tun gerade. Hier arbeiten auch dauernd welche auf dem Feld. Und das wird Ewigkeiten brauchen, bis wir das fertig haben. Hier liegt seit einem Jahr eine Leiche. Und ich meine wirklich seit einem Jahr. Das ist schon eines der kleineren Felder. Die Felder müssen eine Mindestgröße haben, damit man die überhaupt anlegen kann. Und das ist quasi schon klein. Also es geht schon noch kleiner, glaube ich, aber nicht viel. Also wenn du halt schaust. Da, das ist das Minimum.
dass es haben muss. Also so viel größer ist es nicht. Aber passt ja auch. Also ist ja stimmig so, dass das eine gewisse Grenze haben soll. So, jetzt ist es halt so, dass mein Nahrungsmittellager beim Jägerdings voll ist. Kann ich Leute einstellen, die einfach nur Sachen von A nach B transportieren, so logistiktechnisch? Wobei, ich könnte auch so ein Vorratslager, so einen kleinen Schuppen hinpacken. Und dann packt das da rein. Aber brauche ich ja eigentlich nicht, weil ich habe ja meinen Rübenkeller fast fertig. Fast. Betonung auf fast. Dann ist mir jemand gestorben. Und jetzt muss ich hier... Ich habe halt keine Steine, ja? Ich habe halt keine Steine. Lasst uns mal alles, was wir hier angegeben haben, zum Abbau wegmachen. Und stattdessen ein bisschen gezielter nur einzelne Bereiche markieren, damit wir dann wirklich auch das bekommen, was wir gerade brauchen. Statt hier einfach den halben Wald anzugeben, was das Roden angeht. Dann geht es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller voran. Dass wir das jetzt fertig bekommen, ist super wichtig. Das ist unser Friedhof. Das ist eine richtig gute und richtig wichtige Geschichte, dass der fertig wird. Das kriegen wir auch irgendwann. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Das wird dann in der dritten Generation übernommen oder so. Aber das ist ja okay. Fehlende Fernkampfmunition. Der Fernkampf könnte im Umkreis dieses Gebäudes unmöglich sein, bis mehr Munition in deiner Siedlung zur Verfügung steht. Okay. Dann brauchen wir noch eine Sammlerhütte, wie es aussieht. Weil, wird schon passen. Die Leiche hat sich schon archäologisch fund, ist sicher schon ein archäologischer Fundwert, Fundwert inzwischen. Ja, Weltklasse. Weltklasse. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Tschüss, Cyberkind und hallo Westcliff. Ach, guck mal, aber man sieht jetzt schon den krassen Unterschied, was das Feld angeht. Also, das wird noch ein richtig krasses Feld werden irgendwann. Nächstes Jahr im Frühling können wir es dann wahrscheinlich nutzen. So, und Friedhof haben wir jetzt auch. Das heißt, wir werden jetzt die Leiche los. Schöne Geschichte. Ist das ein Baum, der da drin liegt? Ich glaube, den Baum sollten wir schon wegmachen. Und dann wollen wir hier noch eine Hütte bauen.
Haben wir hier schon einen Weg rüber geplant? Ich glaube noch nicht, ne? Aber jetzt. Und das heißt, ich kann jetzt hier eine Hütte drehen. Mal gucken, wie das dann verläuft. Hier hinten passt auf jeden Fall auch noch mal eine Hütte ganz gut hin. Man hier theoretisch noch Wege rein? Nee, aber hier bekommt man. Der Baum muss auch weg. Der ist auch im Weg und der muss auch weg. Und der ist schon markiert. Und der muss auch weg. Aber wir sind ja dabei, also es wird... Aber Steine fehlen. Steine fehlen echt des Todes. Ist echt krass. Dass wir die gefühlt auch nicht wegbekommen. Boah, wir haben richtig viel Essen gerade. Holy shit. Ja, es wird halt echt Zeit, dass wir das Lager hier fertig bekommen. Aber wir haben halt keine Steine. Und ich weiß auch nicht, warum. Also, bau sie doch einfach ab. So, bau auch einfach. Neue Dorfbewohner geboren. Oh, süß. Aber wir brauchen Steine, Digga. Dieses Dorf, dieses Haus hat keinen Zugang zu einer sauberen Wasserquelle. Ja, ich hätte hier, theoretisch gesehen, hätte ich ja was für dich, was dir helfen würde. Aber liegt vielleicht aber auch daran, dass du genau vor der Haustür einen Baum hast. Vielleicht ist auch das Problem. Also du siehst die Wasserquelle wahrscheinlich einfach nicht. Wie konnte das eigentlich gerade passieren, dass wir von 13 Nahrung auf 4 runtergedroppt sind? Baut eigentlich mittlerweile jemand Steine ab? Wurde die schlecht, die Nahrung? Verderblichkeit. Der Tote liegt immer noch darum. Verstehe nicht, warum. Was muss denn passieren, damit der Tote abgeholt wird? Dankeschön, Alexandro, für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das mit dem Räuchern in den Keller legen, weiß ich. Ich bin nur nicht so weit. Das Ding braucht 100 Jahre. Uns fehlen halt die ganze Zeit Steine. Wie viele freie Arbeiter hast du? 3. Elf. Jetzt sind's 11. Muss ich einen Friedhofmitarbeiter wo reinpacken oder ist das einfach automatisch ein Arbeiter, der das macht? Weil ich glaube, einen Friedhofmitarbeiter sehe ich nirgendwo.
Automatisch. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, genug Mitarbeiter. Jetzt soll es schneller gehen. Jetzt haben wir ordentlich was an Leuten. Ja, wir sind ein paar Leute weggestorben, deswegen. Und wie viele Obdachlose habe ich jetzt immer noch? Ich habe 6 von 8 Hütten gebaut. Ich brauche. Nee, das ist nicht die Info, die ich brauche. Ich müsste schauen. Ich habe halt die ganze Zeit Wohnraumknappheit stehen. Aber ich habe, glaube ich, keine Obdachlosen gerade. Warum sagt er mir dann trotzdem Wohnraumknappheit? Aber zumindest, ja. Wir haben jetzt endlich einen Nahrungsmittelkeller. Das ist ja was Gutes. Und dann können wir ja hier eine Räucherei hinpacken. Wir haben ein Kleinkind. So. Ich versuche da jetzt so ein bisschen was an Natürlichkeit reinzubekommen. In die Art und Weise, wie die Wege hier geplant werden. Damit das Ganze einfach sich weiterhin noch anfühlt wie so ein natürlich wachsendes Dorf. Mal gucken, wie das wird. Ich finde die Art und Weise, wie hier das Dorf geplant werden kann, sehr hübsch. Das finde ich wirklich ultra, ultra süß. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt haben wir hier auch noch einen Fischer. Na, das ist doch was. Es wird langsam. Da hinten haben wir jetzt gleich noch einen Brunnen. Da haben wir auch bald noch einen Brunnen. Es wird, Leute, es wird langsam richtig gut. Das Ding muss hier auf jeden Fall noch fertig werden, weil Essensknappheit immer noch ziemlich hart kickt. So, und jetzt kann ich hier... Oh mein Gott! Was ist das? Das wechselt sich ab. Muss ich hier wirklich in 3er-Zyklen die Pflanzen verändern? Das bedeutet quasi,
Ich habe in drei Jahren Abwechslung habe ich unterschiedliche Pflanzen quasi. Woher weiß ich dann, in welcher Reihenfolge das gut ist? Also was gibt es denn hier als Effekt? Ertrag, Frosttoleranz, Hitzetoleranz, Felsbestandtoleranz, Unkrautunterdrückung, Wachstumsperiode, Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeitsabhängigkeit. Okay, das heißt, es gibt Pflanzen, die machen wahrscheinlich Dada. Feldfruchtertrag Klee kann angebaut werden, um die Bodenfruchtbarkeit auf einem Feld wiederherzustellen. Okay, das ist das, was wir haben wollen. Oh. Kohl ist ein Blattgemüse, das nur eine mäßige Haltbarkeit hat. Es ist ziemlich frosttolerant, benötigt aber fruchtbaren Boden. Die Erträge sind gut. Bohne. Ach du heilige Scheiße. Karotten liefern einen mäßigen Ertrag an Wurzelgemüse. Sie sind frosttolerant und gut lagerfähig. Karotten benötigen keine hohe Bodenfruchtbarkeit, gedeihen aber weniger gut auf steinigen Feldern. Okay, das heißt, wir fangen in den ersten Monat, packen wir Kohl. Ach, der braucht auch nur so lange. Und den packen wir mal. Der Kohl hat eine Frosttoleranz von 10. Das heißt, ich kann den quasi hier auf den Anfang setzen, weil der hält das recht gut aus. Und dann packe ich als zweites hin die Karotten, weil die haben keine hohe Fruchtbarkeit, die sie brauchen. Und dann möchte ich als drittes Klee haben. Ach, Klee schafft er aber von der Länge nicht. Ah, ich sehe auch die Länge, die das Ganze hat. Wenn du den Bauern vorgibst, die Felder zu pflegen, anstatt sie zu bestellen, kannst du den Unkrautwuchs reduzieren und Steine von den Feldern entfernen. Ah, okay. Lasst mich mal ein bisschen probieren, Leute, bevor hier alle gleich ausrasten und mir sagen, dass ich was falsch gemacht habe. Oh mein Gott, man kann die Bodenmischung verändern. Wie kann ich denn? Nein! Ich habe das Feld aus Versehen entfernt. Das Positive ist, ich muss mich nicht entscheiden, was ich anbauen möchte. Kann ich? Das Problem ist halt, von wann ist das denn? Von 17.01 Uhr, das ist vor 6 Minuten. Ich lade mal neu. Ah, das zählt nicht als Neustart. Das war einfach nur dumm. Das passiert. Ich habe nicht verstanden, wie ich die Karotte wieder loswerde, die ich ausgewählt habe. Und habe halt gedacht, ich kann halt, ja, war halt dumm. Halt auf zu lachen. Ihr habt viel zu viel Spaß dabei. Ja, ich habe entfernen auch gedrückt, toller. Weil ich dachte, ich krieg die Karotte damit weg. Ich finde, du spielst das Game besser als Maurice. Du meinst, weil ich die ganze Zeit neu lade und wir mehr Zeit im Wartesimulator benutzen als mit dem verbringen als mit dem eigentlichen Spiel? Auf jeden Fall.
Oh, mein armes Mausi. So, fertig mit Sachen. Wir treffen uns später dann im Teamspeak. 18 Uhr hatten wir gesagt, ne? Wann startest du denn eigentlich mit deinem MMO, Holla? So. Geil. Hatten wir jetzt genau hier unseren Start. So. Klicken, um Pflanzen hinzuzufügen. Ach, um 2 in der Nacht. Willst du dann überhaupt mit mir? Also, ich laufe nicht weg, Holla. Ich habe hier auch ein echt cooles Spiel, mit dem ich auch easy heute bis 22 Uhr auskomme. Wir können auch ganz entspannt nächste Woche Schiffchen versenken. Wir müssen heute nicht um 18 Uhr auf Krampf Schiffchen versenken, weil du, ja, du fängst ja um 2 dann an. Wenn ich das jetzt hier als erstes hinpacke und danach das Ding, dann ist der Ertrag aber auch nicht optimal. Wie kriege ich das Ding denn weg? Also wie kriege ich denn... Ah... Ich probiere das jetzt einfach so. Ich muss es eh erstmal überhaupt probieren und gucken, was es so tut. Ich muss es sowieso überhaupt erst irgendwie mal probieren. Wir probieren es einfach mal und gucken, was es so tut. Und dann schauen wir mal. So, und jetzt, wenn ich das so machen möchte, schließe ich es jetzt einfach, ne? Und dann hat das jetzt seine Mission. Cool. Ja, wir werden einfach rausfinden, was es tut. Und werden dann schon sehen, ob es passt oder nicht. Das ist mein erstes Feld. Es wird most likely nicht perfekt sein. Aber muss es auch nicht. Und hier wollte ich noch einen Wohnraum setzen.
weil sich der gut anbietet. So. Hier sind wir am Nahrung räuchern. Uns fehlt halt schon wieder Essen. Die Sammlerhütte sollten wir echt priorisieren. Echt nicht genug zum Essen. Schade. Ja, was ist denn der Dude? Das Wildschwein töten, bevor es uns angreift. Hallo Vampire Silence und hallo Frosty. Und oh Gott. Es passt, ja, und jetzt passt hier noch wundervoll ein Wohnhaus rein. Geil. Das ist alles gut. Das ist ein Wildschwein, das wir jagen. Wir haben alles im Griff. Das tut uns nichts. Also es tut uns schon was, aber nur weil wir ihm was tun, also ist da auch alles... Alles fein. So. So. Das funktioniert ja an und für sich ganz gut jetzt so mit den einzelnen Wegen. Dass die sich hier auch so ein bisschen natürlicher verhalten einfach. Und nicht so fucking weird sind. Den Weg, glaube ich, noch mal um. Der ist nicht ganz so optimal, wie ich ihn gerne hätte. Der ist mir ein bisschen zu hart gesetzt von der Linie. Mal gucken. Geht besser. Aber haben wir einen Griff, wird ja langsam. Stück für Stück quasi. Wird langsam. Wird langsam, langsam, aber effizient. Hallo Mappet. So. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, das glaube ich. Dass die Nahrungsvorräte knapp sind, glaube ich. Vor allem, weil der Teich hier gerade eingefroren ist. Das ist nicht so gut. Aber das Ding ist jetzt ready. Und das finde ich ganz gut. Und ich hoffe, dass das uns auch ein bisschen was an nachsammelt hier an Sachen quasi. So, Ressourcen abbauen. Wir haben noch so viele Ressourcen markiert. Eigentlich dürfte das gar kein Problem sein. Eigentlich. Und eigentlich müsste doch irgendwann mal jemand Zeit haben und diesen Toten abholen, der hier liegt. Ich meine, der ist mittlerweile begraben. Unterm Schnee, wohlgemerkt.
Ah. Da bleibt er wenigstens frisch. Oh, wow, Leute. Das ist hart. Oh, Schnee, ich will auch. Und hi, hallo Skynet. Haben Sie den Toten jetzt abgeholt? Nee, der liegt immer noch da. Das wäre zu krass gewesen, wenn das geklappt hätte. Wenn er jetzt endlich weg wäre. Uns fehlen immer noch Bewohner für Stufe 2. Uns fehlt auch immer noch ein Markt für Stufe 2. Wo waren das? Heilkundehaus, Markt. Dafür brauchen wir eine Sägegrube und ein Lagerhaus. Haben wir noch keine Sägegrube? Ich glaube, wir haben echt noch keine Sägegrube. Nö. Haben wir echt noch nicht. Krass, habe ich ehrlich gedacht, dass wir das schon gebaut hätten. Ich verdorb verlorene Nahrung. 14 Fisch. Ja! Jetzt habe ich es schon in dem Keller und es passt immer noch nicht. Kommen nicht die Ratten, wenn die Verstorbenen nicht begraben werden? Ja, aber was soll ich denn machen? Also ich habe den Friedhof ja gebaut, aber sie müssen es halt wegbringen. Ja, jetzt haben sie weggebracht. Irgendwo ist jetzt wohl das erste Grab entstanden. Jetzt haben sie es endlich weggebracht. Da kommt das Zombie wieder. Mm-hmm. Please no. Uns fehlen 3 Steine. Ja, dann bau sie ab. Hier sind doch noch Steine. Da. Hier ist auch noch ein Stein. Hier ist auch noch einer. Es ist nicht so, es gäb's keine. Ihr müsst heute welche abbauen gehen. Ist nicht so, als wäre das Ding nicht auch schon seit 3 Jahren in der Priorisierung, dass wir endlich eine Räucherkammer bekommen. Also, ich sag's ja nur. Ohne mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen zu wollen. Aber an mir liegt's nicht. Soll ja bald ein neues Zombie-Strategiespiel auf Steam kommen im Dezember. Infection Free Zone. Das Besondere basiert auf echter geografischen Daten. Oh, das klingt auch cool. Hallo Wurmsi. Die Leute da wollen gar nicht überlegen. Ich sag's euch. Wow. Ihr arbeitet halt alle viel lieber an Wegen als an Gebäuden. Und das ist euer Problem.
Ihr macht hier die Wege, statt dass ihr Steine abbauen geht. Da fällen sie zu zehnt einen Baum, statt einen Stein zu fällen. Obwohl ich deine Priorisierung drauf habe. Das mit dem Steinefällen war ein Joke. Geht ihr jetzt gemeinsam den Stein holen? Nee, es werden schon wieder Bäume gefällt. Warum holt ihr keine Steine? Ach, ihr seid da dran. Warum seid ihr so unfähig? Es sind zwei Steine. Wie schwer kann es sein, zwei Steine zu besorgen? Und ich sage nicht nur Hate, weil es ist Hate. Much Hate. Das Game macht unfassbar viel Spaß. Und da ist dieser scheiß Stümpel jetzt, ne? Jetzt haben sie keinen Baum mehr vor der Nase, aber dafür ein Holzstümpel. Super. Euer Majestät, die Steine rebellieren. Es mangelt an Stein. Dankeschön, Chesley, für die 19 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. So, wir haben jetzt eine Sägegrube. Das heißt, wir produzieren jetzt tatsächlich offiziell Bretter. Wer hätte das gedacht? Und wir haben jetzt auch eine Räucherei. Und räuchern jetzt offiziell Essen. Ich hoffe, dass das mit der Lagerung ab jetzt ein bisschen besser funktioniert. So, jetzt wo wir das geschafft haben. Bogengebäude, Brennholz, Sägegrube, Kompostplatz. Auf dem Kompostplatz sammeln Fäkaliensammler menschliche und tierische Abfälle, die nutzbar in Kompost umgewandelt werden. Kompost kann zu Ackerfeldern hinzugefügt werden, um deren Fruchtbarkeit zu erhöhen. Ui, das ist smelly Scheiße. Das muss weg, weit weg. Smelly Shit muss weit weg. Wie ich sehe. Wir können ja mal hier ein bisschen Gelände anebenen. Und gucken, ob das ein bisschen was hilft, wenn wir das da stückchenweise anebenen anfangen. Aber das ist auf jeden Fall Smelly Shit. Das wird ein bisschen irr werden. So, wir wollen einen Markt. Eine Sägegrube haben wir. Das ist ein Stapelplatz. Wir brauchen aber auch ein Lagerhaus jetzt. Der Stapelplatz alleine reicht nicht mehr. Wir brauchen jetzt offiziell ein Lagerhaus. Lasst uns vielleicht hier das Gelände auch ein bisschen begradigen und gucken, ob das was hilft. We'll see. Ich glaube, Korb gibt's nicht bei dem Game bis jetzt. Zumindest wäre mir nichts bekannt.
Hallo Dero. Muss eher so haben, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal, ob das sowas wird. Und dann können wir... Perfekt, das ist jetzt ein bisschen angeebnet. Dann können wir jetzt nochmal schauen, ob wir das... Ja, jetzt kriegen wir das Lagerhaus hier auch ein bisschen besser platziert. Uns das noch ein bisschen anebnen. Es muss nicht mehr viel sein, aber noch so eine Spur. So eine Spur kann vielleicht was machen. Und wir wollen hier eigentlich so einen Weg haben und das hier abreißen. Und dann wollen wir das hier eigentlich auch abreißen. Und das wollen wir auch abreißen. Und dann wollen wir den Weg haben wir verbunden. Wir wollen von hier darüber ziehen. Und dann wollen wir von hier darüber ziehen. Und dann wollen wir von hier. Feldfrüchte durch Hitzestress verloren. Das klingt ja absolut Weltklasse. Das klingt ja absolut großartig. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich will diesen Baumstumpf wegbekommen, der mir hier so richtig hart auf den Senkel geht. Ich reiß hier die ganzen Wege einmal ab und baue die neu. Aber dieser Baumstumpf geht mir richtig auf den Sack und ich weiß bis dato noch nicht, wie ich den sonst wegbekommen soll. Außer das genauso drüber zu legen. Genauso. Und jetzt kann ich das wieder abreißen, aber jetzt ist dieser Baumstumpf weg. Und jetzt kann ich hier... entspannte Lösung finden und dann von hier einmal Hallo. Das will so nicht, wie ich das gerne hätte. Dann müssen wir den Weg einmal so dran setzen und den Weg einmal so. Weil wir den ausnahmsweise hier auch gerade ziehen, dran ziehen könnten. Weil wir hier ja schon so ein Hüpfelchen haben. Dann haben wir hier so ein Hüpfelchen und dann geht das da drüber gerade und dann sieht das auch okay aus. Und dann packen wir hier noch ein paar Pflanzen oder so hin. Aber das sieht an und für sich ganz okay aus. So.
Und hier wollen wir den Weg so gerade dran liegen haben. Okay, es wird. Es wird, es wird, es wird. Und dann wollen wir hier an der Stelle das Lagerhaus bauen. Jawohl. Das reicht, das schafft er immer noch nicht. Wir müssen dieses Gefälle hier begradigen. Aber wird schon. Nahrung sieht jetzt auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Wir verlieren zwar immer noch viel, aber zumindest nicht unendlich viel. 99, 98 Feldfrüchte durch Hitzestress verloren. Ja, das kann ich nicht verhindern. Ich habe keinen Einfluss auf das Wetter und das kann ich in dieser Zeitepoche tatsächlich ohne schlechtes Gewissen sagen. Ich habe wirklich keinen Einfluss auf das Wetter. Nicht mal ein bisschen. Dankeschön, ein Klaus, übrigens für die 20 Monate. Das ist sehr nett. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und hallo, Galgen. Einen wunderschönen. Hallo, Mick. Sonnenschirme aufsetzen. Den Bohnen? Die Bohnen kriegen Sonnenschirme? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, dankeschön, Gabriel, für die 60 Monate. Und auch an dich ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Es ist komisch eng angelehnt mit den eigenen, also mit den Haushäuserdingern, aber ist nicht schlimm. So nicht durch den Hinterhof kommt man hier so rein. Das ist eigentlich okay. Sieht okay aus. Hallo Bexi. Versuche echt das zu begradigen, aber das ist echt eine ordentliche Herausforderung. Ich finde es bis jetzt sehr entspannt, Xini, aber ich habe noch nicht lang genug reingeschaut, um dir das richtig beurteilen zu können. Mir macht es aber sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Also ich finde es großartig. So. Es wird langsam gerade. Und dann können wir eigentlich hier mit noch einem Feld starten, das direkt anliegt. So. Denen fehlt schon wieder Fernkampfmunition. Das kann ich leider gerade noch nicht verhindern. Ah, hat er schon geholt. Ich würde gerne den Marktplatz bauen, aber dafür brauche ich erstmal das Lager. Davor wird das nichts mit dem Marktplatz. Und ich hoffe da deswegen, dass das hier mit der Begradigung ein bisschen was wird. Ui, zwei neue Dorfbewohner geboren. Crazy. Alter, das ist so eine krasse Senkung, die wir hier an der Stelle haben. Ein bisschen absmoven sollten wir die schon. Sehen wir ja gleich, was es für einen Unterschied jetzt gemacht hat. Ja, das sieht schon viel besser aus. Sieht schon viel, viel besser aus. Und dann können wir jetzt nochmal gucken wegen dem Lager. Ja, jetzt können wir schon viel weiter rüber wandern. Bitte lecker nicht.
So, 1, 2. Da will ich es haben. Wobei, ich will vielleicht eher den Markt da haben. Ich will mein Lager vielleicht eher... Ah, da hinten ist es halt nicht begradigt. Hier vorne habe ich halt begradigt, aber hier hinten nicht. Bitte begradigen Sie das weiter. Das sieht alles viel besser aus jetzt schon. Jetzt hat das nicht mehr so eine starke Steile. Das wird eigentlich ganz gut werden. Das wird ganz gut werden, glaube ich. Das passt schon. So, da hinten arbeiten wir am nächsten Feld. Felder müssen wir nicht begradigen. Felder können ruhig ein bisschen schief sein. Felder sind im echten Leben auch hügelig as fuck. Das tut nicht weh. So. Da hinten wird geschuftet auf jeden Fall. Wir verlieren aber auch nur noch Gemüse. Wir haben eigentlich sonst nur noch Räucherfleisch und Räucherfisch. Wir verlieren halt Gemüse immer noch. Aber ich kann noch keine Einmachgläser machen. Soweit bin ich halt einfach noch nicht. Wir werden gleich sehen, ob das mit der Begradigung hier gleich besser wird. Das braucht halt noch ein bisschen. Aber wir können da auch schnell nach hochschieben. Okay, das geht dann trotzdem nicht schneller. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, weil die erst an dem anderen Ding arbeiten und das gerade noch gar nicht so sicher ist. So, hier wird jetzt gerade Unkraut und Qualität und alles verbessert. Ah, ich bin gespannt auf jeden Fall schon mal. So, wie sieht das denn jetzt mit Arbeitskräften aus? Ich habe 6 freie Arbeiter gerade. Na, das geht doch. 6 freie Arbeiter geht doch an und für sich. Das ist gar nicht so schlimm. So, 192. Ah, seht ihr? Das ist schon mal viel besser. Mach mal hin. Gleich sehen wir wieder, wie es gerade aussieht. Ja, sehr viel besser. Und Lagerhaus, jawohl. Und jetzt können wir das nämlich dann nach hinten packen. So, das muss noch mal dran glauben. So, da wird hier noch mal begradigt und dann kommt da hinten das Lagerhaus hin. Danke, Lupus, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön.
Wenn ich das so sehe und dann das neue Siedler, muss ich weinen. Ich dachte, man redet nicht über das neue Siedler. Ich dachte, wir hatten uns einfach alle darauf geeinigt, zu leugnen, dass es gibt, das gibt. Oder habe ich da was verpasst? Hallo, Hutzelsepp. Es gibt keinen Siedler. Ja, ich bin keine Siedlerspielerin. Ich kannte das von früher gar nicht. Deswegen, ich wiederhole nur. Weil das andere ja sehr schlecht sein soll. Chalipia, aber es ist aufgerundete 18 Uhr und wir müssen nun WoW mit Holler spielen. Doof. Es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir Frontier spielen werden. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das werden wir öfter spielen. Das macht Spaß. Das wird es öfter geben. Auf jeden Fall. Das wird es auf jeden Fall öfter geben. Die Sache ist halt, wir können da heute auch zu einer späteren Uhrzeit nochmal reinschauen. Also ich mache heute einen sehr langen Stream und ich werde nicht bis 22 Uhr Warships spielen. Ich freue mich auf Warships, aber ich werde es nicht bis 22 Uhr spielen. Ergo, wir können heute auch nochmal in das Spiel reinschauen. Das würde für mich passen, auf jeden Fall. Wir können quasi später nochmal zurückkommen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Spiel so geil wird. Wenn ich damit gerechnet hätte, dass das Spiel so geil wird, dann hätte ich mich heute eventuell gar nicht für ein zweites Spiel verabredet. Neben dem Game, weil das echt Spaß macht. Aber ich habe es honestly nicht kommen sehen, dass das so geil wird. Also ich habe gehofft, dass es gut wird. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Ist halt genau dein Type of Game. Ja, absolut. 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 Von meinem Vibe aus konnte ich das jetzt auch 12 Stunden spielen. Hallo Gänger. Hat Maurice dir etwa nicht die ganze Zeit davon vorgeschwärmt? Nö. Er hat schon gesagt, dass gut ist, aber ich wusste nicht, wie gut. So, Schneesturm steht bevor. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber wir werden es gleich rausfinden. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Brennholz. Wir können dann um 20 Uhr heute noch mal reingucken. Also ich bin um 18 Uhr mit Holler verabredet. Können so zwischen 20 und 21 Uhr können wir noch mal reingucken und dann noch mal 2-3 Stunden spielen. Dann haben wir dazwischen einmal kurz Schiffchen und dann können wir noch mal zurück. Und nächste Woche werden wir es auch richtig viel spielen. Also es macht richtig Laune. Das werden wir auf jeden Fall noch mal ordentlich abusen, das Game. Das macht richtig Spaß. Wow, Sascha. Wow. Es ist halt total süß, dabei zuzusehen, wie hier so stückchenweise ein kleines Dorf entsteht, ne? Gibt es sowas wie ein Tech-Tree? Du schaltest die Gebäude stückchenweise damit frei, was du schon gebaut hast, beziehungsweise welches Dorfzentrum-Level du hast. Also das ist so insofern ein Tech-Tree. Also ich kann da Sachen einfach nicht bauen bis jetzt, weil ich sie noch nicht freigeschalten habe. So.
So, da fehlt... Ah, Stämme werden gebraucht. Das ist ja gar nicht so wild. Die Stämme haben wir auch alle schon. Das sollte demnach recht schnell gehen. Wir haben da ordentlich was gerade an Sachen. Nur Nahrung ist ein bisschen stressig right now. Aber jetzt auch nicht die Welt. Ich muss nur den Radius, glaube ich, nochmal neu versetzen. Weil wir da jetzt doch ein bisschen was hinten weggepackt haben an Sachen. Und die Sammlerhütte jetzt gar nicht mehr so weit draußen ist, wie sie mal war. Die ist da auch sehr uneben gebaut, aber sieht nicht unrealistisch aus. Ich würde jetzt trotzdem hier einmal das Gelände anebnen, damit das alles ein bisschen entspannter aussieht, so wie diese Gebäude da sitzen, aber das kann man ja alles entspannt machen. Du hast Räuber, die kommen können, Frohlinger, und wilde Tiere. Aber du spielst hier, glaube ich, eher den Krieg gegen die Jahreszeiten. So. Lagerhaus. Fässer gewähren einen Bonus auf die Zeit, die Lebensmittel gelagert werden können, bevor sie verderben. Das klingt extrem gut. Und wichtig. Nein, das ergibt keinen Sinn, wenn das so verläuft. So ist das okay. Aber... Und jetzt müsste ich doch eigentlich in der Lage sein, den Markt zu bauen. Da haben wir jetzt ein paar neue Sachen, die wir bauen können, die ganz cool sind alle. Aber wir wollen jetzt erstmal den Markt. Oh Gott, der ist groß. Und der gibt einen Bonus auf Attraktivität. Oh Gott, ich habe Shift gedrückt. Ist das falsch? Nein, war nicht falsch. Hallo Nordsterne. Ja,
Er bezieht diese Gebäude da unten mit ein, ne? Wie muss ich das denn platzieren? In diesem Gebäude lagert ein Lebensmittelhändler Haushaltswaren und verteilt sie an die Häuser, um den arbeitenden Dorfbewohnern Zeit zu sparen. Märkte generieren zudem Steuereinnahmen und erhöhen die Attraktivität umliegender Häuser. Hallo Lukas, ein wunderschön. Er nimmt halt um eines, entweder das eine hintere Haus nicht oder das Fleischding da vorne. Auf eins von beiden muss ich verzichten. Und das finde ich nicht gut. Wir nehmen es so. Und hier in die Mitte hätte ich dann halt gerne so einen kleinen Platz. You see? Dann hätte man hier so einen Platz da vorne. Aber ich habe halt kein Gold. Kriege ich mehr als eine Sache auf einmal abgerissen? Oder muss ich das jetzt alles einzeln abreißen? Ich muss das jetzt, glaube ich, alles einzeln abreißen. Oh, Bruder. Dankeschön, Conclas, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Gelände zu steil. Ja, das ganze Gelände hier ist zu steil. Das ist mir auch bewusst. Ich arbeite schon daran. Ich arbeite daran. So, und dann wollen wir... So sieht das besser aus, finde ich. Irgendwie schwebt mein Gebäudezaun. Soll das so? Irgendwie schwebt mein Gebäudezaun.
Ich ebne das mal ein bisschen ab und guck, ob er danach nicht mehr schwebt. Ich glaube, so sollte der nicht schweben. Soll das so? Wir müssen jetzt gleich aufhören, ne? Wir müssen jetzt gleich aufhören, weil ich gleich für World of Warships verabredet bin. Oh, es gibt auch Zäune. Eine Minute geht noch. Ich verstehe es, Leute. Ich habe gerade auch eigentlich gar keinen Bock aufzuhören. Das macht gerade viel zu viel Spaß. Ich verstehe es, Leute. Ich verstehe es wirklich. Ich habe auch richtig Bock, einfach weiter zu spielen gerade. Eieiei. Ja, World of Warships ist auch ein gutes Spiel. Also versteht mich nicht falsch. Es ist nur... Es macht nur sehr viel Spaß. Ich habe einfach nicht gewusst, dass das Spiel so viel Spaß machen wird. Ist noch ein Early Access. Yep, yep. Ist noch ein Early Access. Kannst auch nachher weiterspielen. Ja. Mache ich dann auch. Noch ganz kurz gucken, ob das Begradigen hier hilft. Dann können wir los. Nee, ich habe keinen Reflink für das Spiel. Ja, hat geholfen. Problem gelöst. Und gleich ist der Marktplatz fertig. Das muss ich auch noch ganz kurz sehen. Nur noch den Marktplatz ganz schnell. Nur noch, ich habe ja schon alles für den Marktplatz. Ich muss es nur noch einmal rübertragen. Nur noch ganz schnell den Marktplatz sehen. Was? Gebäude steht in Flammen. Digga, wie? Ho! Da ist Wasser. Wie helfe ich? Ach, jetzt steht er da drinnen. Nein. Wie helfe ich? Wie machen die was? Machen die alleine? Ach, hätte ich gar nichts klicken sollen. Weil die stehen jetzt einfach alle da und gucken dabei zu, wie es abbrennt. Aber das haben wir schnell in den Griff bekommen. Okay. Aber dann haben wir ja offensichtlich genügend Brunnen, wenn das jetzt so schnell ging. Gut, dann muss ich jetzt für heute damit aufhören. Also für jetzt.